Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Aros 17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach zusammen mit dem McManus. Und dem Physi. Hallo. Hallöchen. So. Erstmal liebe Grüße an den Feed Action Space, das wollte ich in der letzten Folge noch sagen, habe ich vergessen. Ich weiß, ich bin immer ein bisschen spät dran. Das Problem ist, bis der Manus irgendwas mitkriegt, ist meistens schon der nächste Tag, übernächste Tag oder sogar schon eine Woche rum. Der hat ja zwei Fahnen gemacht, das hast du erzählt, Physi, ne? Ja. Genau, und die habe ich mir jetzt mal angeschaut. Die habe ich das erste Mal gesehen und die haben mir sehr gut gefallen. Ja, was? Ja, doch, ich bin ja auch. Durchkochen kannst du mir eine Chicken Box. Vielen lieben Dank für den Sub. Ich bin aber nicht am Stream, aber wer es auch immer war, Dankeschön. Hä? Ja, keine Ahnung. Irgendjemand hat gesubbt. Lol. Hast du das neueste Video gesehen vom Intro mit BAM? BAM? Spielt auch Landwirtschaftssimulator. Hat sogar eine eigene Firma. Landwirtschaftssimulator. Nee? Ja. Na, der mit dem mit der 3 im Name. Ach der Spacko, ja, was ist mit dem? Na. Sei mir nicht gleich so ausfallen hier. Also mir scheißegal. So, ja, hast du gesehen das letzte Video, das. Oder das neueste Video, das ein Tag im Leben vom Punkt, Punkt, Punkt. Nee, ich guck den gar nicht. Also, ich komme ja auch immer, ja? Ich finde den so unbedeutend, den will ich nicht mal ein Like schenken, Alter. Oder einen Klick schenken, ohne Scheiß. Ja. Naja, ich komme ja auch immer nur lustigerweise drauf, weil Randy hat dann ein React-Video dazu gemacht. Ja, also kein React-Video, sondern ein Live-React im Livestream. Das hat, mir Randy eben geschickt, ne? Ja. Muss ich auch noch was sagen, zu krass, Alter. Gibt schon strange Zuschauer. Auf jeden Fall hat er mir das geschickt, ich habe mir das angeschaut und der hat ja tatsächlich so ein Video gemacht, wie sein Alltag aussieht, ne? Ja. Und das Video bestand aber 75% aus Runtime-Werbung. Also er steht auf, er geht zur Arbeit, ne? Ja. Kommt wieder, abgesehen davon, dass er ja nichts arbeitet. Der studiert ja, glaube ich. Er kommt eben wieder, aber es war wahrscheinlich so ein Running Gag. Kommt wieder, dann macht er ja Sport. Sieht man ja auch, ne? Ja. Genau. Leute, wenn man Sport sieht, wenn man Sport macht, dann sieht man das. Egal, er macht auf jeden Fall Sport. Und dann, nach dem Sport, ist natürlich das Beste, was es gibt. Und wie er sich auf den Livestream vorbereitet, Runtime. Da gibt's Runtime. Haut er sich rein. In dem ganzen Kühlschrank war gar nichts drin, außer Runtime. Ist kein Scheiß. Es war nichts außer Runtime drin. Und dann war er auf einmal noch Ernährungswissenschaftler und hat dann quasi noch, wie gut Runtime. Also Runtime ist um Gottes Willen kein schlechtes Produkt, ne? Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das muss man ganz klar sagen. Also sollte nicht als Hauptnahrungsmittel dienen, weil dafür ist es absolut nicht geeignet. Auch wenn da ganz viele Inhaltsstoffe drin sind, die man am Tag so braucht, ersetzt es natürlich nicht die normale Nahrung. Das müssen wir, ne? Wir sind ja keine irgendwelche künstlichen Lebewesen, die sich da nur so ein Zeug... Ist aber auch scheißegal, anderes Thema. Und ich finde Runtime gut, also es machen ganz viele, es kommt gut an und scheint auch ein super Produkt zu sein, habe es selber noch nicht probiert. Aber, ich mache das auch noch regelmäßig. Ja, und wie gesagt, es scheint wirklich gut zu sein. Und das soll auf gar keinen Fall was gegen die Leute sein, also Gottes Willen. Aber die, also wie er das wieder gemacht hat, war sensationell. Sensationell. Das hat wirklich mal einen Preis, das hat wirklich mal so eine goldene Toilette verdient. Ich meine, manche finden unsere Videos scheiße, muss man auch dazu sagen, ne? Kann man auch nicht ändern. Ja, ja, aber. Aber das hat echt mal die goldene Toilette verdient, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ah, so. Alles außer Feld 15 angesehen. Leider können wir Feld 15 noch nicht ansehen. Da müssen wir erstmal den Gruber drüber scheuchen. Gut. Aber den können wir trotzdem hier stehen lassen. Denn Gruberen. Gruberen. Machen wir. Oh, lol. Bin ich hier für ein Speed drin? Mit dem Kleinen hier.
Was denn? Ich muss gerade an das Video denken von dem und seiner Ischen, aber... Da bin ich ja festgegangen, ne? Die hat ja eine Lust mitgebracht, das war sensationell. Kannst du mir mal erzählen, was du willst? Die ist bezahlt. Die ist bezahlt oder in seiner Gegend gibt's, oder in ihrer Gegend gibt's wirklich so viel unbrauchbares Material, dass sie echt zu so einem muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will eigentlich darüber gar nicht reden, weil ich habe ja mit dem nichts zu tun und ich will da jetzt auch nicht beleidigen oder so. Also bitte seht das nicht als Hate oder irgendwas. Das soll es wirklich nicht sein, weil das ist nicht unsere Art. Wir haten nicht irgendjemand anders. Jeder macht sein Ding, jeder macht es auf seine Art. Es ist vollkommen okay. Scheiße wird es nur, wenn man die Leute verarscht, ne? Aber dass man mit Clickbait auf über 100.000 kommt, ist auch da wieder bewiesen worden, muss man auch ganz klar dazu sagen. Warte mal ganz kurz, was für ein Gewicht muss ich hier kaufen für den Typen hier? Für den, Bei Gewicht ist da nicht ein Gewicht von... Ja, der passt nicht dran. Der geht nicht dran? Ey, ich habe hier schon drei Gewichte stehen. Lass mich mal rein. Normal kaufen, aber... Ja, kannst rein. Das passt nicht? Ja. Ich habe jetzt auch nicht die Mod, ne? Ich habe den Standard. Ach so, du musst kaufen. Aber das eine ist doch für den Chasey B. Das, was hier steht. Immer wieder gehatet. Wer wird gehatet? Ja, wir. Was? Nochmal bitte. Ich sagte, jetzt werden wir wieder gehatet. Also ich nicht. Na gut, nein, aber ich will mich mal lieber ganz bedeckt halten hier. Wir haben gehört, das soll trotzdem funktionieren. So. Wie hast du den jetzt angekriegt? Ja, das ist so David Copperfield-Style. Aber was soll der Scheiß, Leute? Was denn? Ich muss die Steam neu installieren. Jetzt können die Leute mir wieder Anfragen schicken zum Übertragung ansehen, ey. Du musst die Steam neu installieren? Why? Steam habe ich neu installiert. Warum? Ich habe einen Fehler drauf. Kein Spiel mehr gestartet. Gestartet, hat direkt wieder geschlossen. Woo! Oh lol. Pflegebereifung, Leute, können wir auch übers Feld brettern. Sage Bescheid, wenn du verladen hast. Der muss aufgefüllt werden. Wer denn? Ach so, ja, lol. Ich glaube, das reicht doch nicht, was hier liegt. Ja, wohl, doch, könnte reichen. Oh ja, schon angenehmer. Geht besser? Ja. Warte. Oh, lol. Ich fahre noch ein bisschen vor. Oh, jetzt wird der Schwerpunkt aber ganz weit nach oben verlagert hier. Pass auf die Bordwand auf! Versuch es! Hoch, Junge, nicht runter! Den Knüppel zu dir ziehen! Nicht ja, wegdrücken! Ja, du machst ja hier die ganze Zeit den Ding wieder auf. Was mache ich? Ich mach die ganze Zeit wieder das Cosplay auf. Aber ich muss endlich mal mein Lenkrad hier reinstellen. Dazu sage ich nichts.
keine Zeit für sowas. Ich merke schon. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Hast du heute mein Monster-Video bei Instagram gesehen? Nein. Welches Monster-Video? Das war ein Monster-Video? Ja, mit dem kleinen Jungen. Ich hab das einfach so geliked, ich hab's mir nicht angeguckt. Das glaube ich nicht. Oh, oh, oh. Ui, 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 ui. Ja, auf jeden Fall nicht von der Eiche zu weisen. Alter Vater, ey. Ist ja ganz schön forsch unterwegs heute, Mensch. Oh, dafür brauchen wir aber einen neuen, ey. So, muss man ein bisschen langsam machen mit 11 Tonnen vorne drin. Das Problem ist, dass Mist tatsächlich das Schwerste ist hier im LS, ne? Ja. Gut voll. Also Mist ist wirklich das schwerste Dings. Also wenn du 11k Mist in der Schaufel hast, ist 10-mal schlimmer, wie wenn du 11k Getreide in der Schaufel hast. Ja. Kein Scheiß. Oh, Patrick, ey, ich könnte in die Eier jetzt treten gerade. Wegen der Übertragung. Ja, steht das da unten die ganze Zeit. Patrick möchte die Übertragung ansehen. Schick ihm doch mal den Paypal-Link. Ja, und dann überweist der 3 Euro oder was? Und dann darf ich mal zugucken. Ja, dann einfach hier können Sie für ein Abo von 24,99 im Monat regelmäßige Übertragungen sehen. Das wäre hart, ey. Ja, hart, aber die Leute müssen es ja, oder der Patrick muss es ja mal lernen. Aber ich mache eine Wette. Dann ploppt Paypal auf. Patrick hat ihn 24,99 überwiesen. Oh! Scheiße. Nein, also das mit den Anfragen senden ist echt kacke. Boah, ist da ausgeklappt. So, wo haben wir denn unsere Düngerspritze? Hab ich gerade im Betrieb auf Feld 20. So. Warum müssen wir es machen? Wollte Feld 1 doppelt düngen. Ja, warte, kannst du sofort haben, Feld 20 ist nicht groß. Was kostet die Big Butt Düngerspritze? Weil die finde ich einfach sollte in der Sammlung nicht fehlen, ey. So, die wir neu draufgenommen haben. Moment. Derwegen? Eine Arbeitsbreite von 33 Metern. Ich glaube, die hat 36. Ja, gut, aber. Ja, ist okay, 33. Ist doch vollkommen ausreichend. Außerdem hat der Big Butt dafür noch Style, ne? Ja. Gebückt. Für ein Spiel auf ihrer Wunschliste ist ein Preis, ein Abpreis angelegt. So! Was denn hier? Weiß? Sonnenblumen. Weiß? Sonnenblumen. Ja, Gott sei Dank können wir alles mit einem Schneidwerk ernten. Ja, das war Fail von mir. Ich habe irgendwann auf Sonnenblumen umgestellt. Warum auch immer. Geht schon ganz schön flüssig Dünger drauf hier, ey. Alter Vater. Achso, nee, wir haben ja Feld 2 noch gedüngt. Felder haben wir relativ zügig bestellt bekommen jetzt, finde ich. Das stimmt allerdings. Für das wir noch mit Mist rumhantiert haben und alles. Passt das schon. Jetzt müssen langsam, jetzt müssen wir nochmal wieder die Produktions hier kannst du haben. Jetzt müssen wir wieder die Produktionszweige in Gang bringen. Wo ist er denn? Produktionszweige müssen wieder ran. Gibt's. Das passt. So. Ich würde auch sagen, Füsi, dass wir dann, wenn wir die Felder hier bestellt haben, gemeinsam für die Produktionszweige durchgucken, wo wir hin müssen und Kurse einfahren.
Ja. Also, wenn du jetzt zur Molkerei fährst oder zur Fleischerei, direkt einen Kurs hin und zurück machen. Wieso kann ich den hier nicht fahren? Wieso kann ich den Fahrer hier nicht entlassen? Wen? Hier bei der Spritze. Spritze ist ja kein Fahrer drin. Ich hab mit der Hand gedüngt. Da ist kein Fahrer drin. Sitzt jemand drin? Ja, steig da einfach mal ein. Ja, bin ich doch. John Deere, Helfer L. Hä? Also kann ich nicht kann ich nicht ausstellen. Warte mal. Ja, John Deere, Helfer aktiv. Siehste, ist drin. Und jetzt gehe ich rein und kann nicht fahren. Ja, aber ich hab doch. Ist ja kein Helfer an. Fehlt McManus Helfer aktiv. McManus Helfer aktiv. Aber weißt du. Ich wüsste nicht, was für ein Helfer hier aktiv sein soll. Mach ihn mal einfach aus. Was sagst du? Mach den doch einfach mal aus, drück mal auf Helfer aus, einfach bei dir. Ich kann gar keinen Helfer ein- und ausmachen. Steck mal ein. Ja, ich kann nicht fahren. Ja. Okay. Helfer aus- und anmachen kann ich auch nicht. Stand bei mir aber auch nicht da. Ich will den Motor ausstellen, ja. Kriegst du das Curseplay auf? Ja. Dann aktivier mal irgendeinen Kurs, lass ihn kurz starten und mach wieder aus. Irgendeinen Kurs laden, auf Abfahrer oder Helfer einstellen und dann wieder ausmachen. Ja, jetzt geht's. Ja, aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei, schaut bei McManus vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, Freunde.